Heute geht es darum, wie du deine Schulterlinie erhöhen kannst. Vielleicht hast du dir schon das Video über Nackenverspannungen angeschaut und da habe ich ja schon erklärt, dass Nackenverspannungen auch dadurch entstehen können, dass die Schulterlinie runtergesunken ist. Deshalb müssen wir einfach nur die Muskeln dehnen und längen, die den Schultergürtel nach unten ziehen, dann steigt der Schultergürtel automatisch nach oben und wenn deine Nackenverspannungen von diesem runtergesunkenen Schultergürtel gekommen sind, dann verschwinden sie dann. Und ich zeige dir jetzt in diesem Video die drei effektivsten Schulterlinienerhöhungsdehnungen, die ich überhaupt kenne. Ich habe extra diese Varianten der Dehnung ausgewählt, weil die so besonders leicht sind. Du brauchst gar nichts, du brauchst nicht eine freie Wand, du brauchst keinen Türrahmen, du brauchst keinen Boden, wo du dich hinlegen kannst. Du kannst einfach im Sitzen, am Schreibtisch machen und fertig. Wir beginnen direkt mit der ersten Dehnung. Das funktioniert so. Schultern hoch, so lang, so hoch wie es geht. Dann Kinn nach oben, Herz nach oben strecken, Ellbogen raus und jetzt nach oben, einfach nach oben strecken. Einfach mal ganz gerade nach oben strecken, so groß du kannst. Mach dich mal so groß es geht. Och ja, das tut gut, finde ich. In meiner Praxis wurde ich öfters gefragt, ob es nicht auch gut ist, wenn man einfach sich irgendwo dranhängt, aushängt sozusagen. Ich finde das auch eine gute Sache, das soll sehr gut für die Bandscheiben sein. Aber um die Schulterlinie zu erhöhen, würde ich lieber das Aktive vorziehen. Einfach, weil du da gleichzeitig auch noch die Muskeln anspannst, die die Schulter nach oben ziehen. Das ist also gleichzeitig Muskeltraining. Du kannst dir auch mal einen Wecker stellen für 5 Minuten Strecken nach oben. Die Challenge, die Herausforderung. Also das ist dann schon ordentlich. Das schaffen die meisten gar nicht, weil die Muskulatur eben unten so verspannt ist, dass es kaum haltbar ist, so lange am Stück nach oben zu strecken. Aber probier das doch mal. Man kann das nämlich trainieren und das lohnt sich, weil dich dann nicht mehr so viel runterzieht. Jetzt auch hier die Finger mal ganz weit auseinanderziehen. Sollte ein Genuss sein, das sollte so richtig so angenehm sein, dich mal wieder zu strecken. Du kannst auch den Arm so hochziehen. Ein bisschen nach rechts und links schwanken. Vielleicht schlafen dir jetzt auch die Hände ein. Das sind meistens die Nerven, die in den Faszienverfilzungen, die Nerven liegen ja in den Faszien mit drin und wenn die ein bisschen so gequetscht werden durch diesen ungewohnten Zug jetzt, dann werden die nicht so gut mit Blut versorgt und dann schlafen die ein bisschen ein. Ist aber nicht gefährlich. Du kannst dann einfach die Hände kurz runternehmen, ein bisschen schütteln, vielleicht ein bisschen klopfen, aber so oder dieses Ausschütteln machen hier so. Und das hilft dann sofort und wenn das wieder weg ist, das Eingeschlafene, dann gehst du wieder nach oben, machst einfach weiter. Und dein Körper wird sich immer mehr daran gewöhnen. Zu Beginn schlafen die Hände vielleicht nach 30 Sekunden ein, dann nach 2 Minuten und irgendwann schaffst du dann 5 Minuten, ohne dass sie überhaupt einschlafen. Musst du halt regelmäßig dieses Dehnen machen. Also bei mir schlafen die jetzt auch nach 5 Minuten überhaupt nicht mehr ein. Am Anfang sind sie immer eingeschlafen. Deswegen stimmt das, weil ich das selbst in meinem Leben erlebt habe. Aber probier das doch mal aus. Stell dich mal der Herausforderung und guck mal, wie du 5 Minuten überlebst. Es gibt eigentlich 2 Arten von Einschlafen. Einmal das Nerveneinschlafen, das ich gerade erzählt habe. Und dann gibt es auch noch das Blutgefäßabklemmeinschlafen. Das ist, wenn du zum Beispiel lange am Boden sitzt, in einer ungünstigen Position. Und dann merkst du irgendwann, oh, mein Fuß ist irgendwie komisch. Dann stehst du dann wieder auf oder willst dann so oder bewegst dich in eine andere Position. Und plötzlich tut das so wahnsinnig höllisch weh. Und das sind dann Blutgefäße gewesen, die nicht mehr so gut Blut durchgeführt haben, also wo irgendwas abgeklemmt war vom Blutfluss her. Und das tut dann aber richtig weh. Und dieses Einschlafen hier oben, das ist eben eher das Nerveneinschlafen. Das ist einfach, das tut ja auch nicht wirklich weh, wenn du es wieder runternimmst. Das ist nur in der Position. Und davor brauchst du überhaupt keine Angst haben. Mit dieser Dehnung dehnen wir gerade vor allem den Latissimus dorsi. Das ist der breiteste Muskel des Rückens, so heißt der übersetzt. Wenn du nur eine Dehnung machen möchtest, überhaupt egal, du willst nichts Kompliziertes, sondern wirklich nur eine einzige Sache, dann nimm diese Dehnung hier. Das ist wirklich die allereffektivste und beste und schönste Übung, um die Schulterlinie zu erhöhen. Bei der nächsten Dehnung, da geht es jetzt hier um den kleinen Brustmuskel hier vorne. Und dann nehmen wir auch wieder die Schultern hoch, Ellbogen nach außen, Herz nach oben, Kinn nach oben. Und jetzt gehen die Arme so 45 Grad nach oben und jetzt aber noch nach hinten. Das heißt, es ist ungefähr so. Und dann streckst du einfach. Du kannst dir auch vorstellen, die Hände würden vom Körper sich entfernen. Wichtig ist aber, dass es nach hinten geht, ne? Bei diesen Faszienmuskelketten ist es immer so, dass wenn eine Stelle der ganzen Faszienkette verkürzt ist, dann dehnt sich, wenn du diese ganze Kette dehnst, immer erstmal die Stelle, die besonders verkürzt ist. Also wenn jetzt hier zum Beispiel der Bizeps besonders verkürzt ist und ich gehe in diese Position, dann spüre ich das vielleicht gar nicht hier in der Dehnung, sondern dann ist es der Bizeps, der in echt diese Kette kurz macht.
Und wenn der dann aber locker geworden ist, dann spüre ich vielleicht auch woanders an anderen Stellen Dehnungen. Du kannst die Dehnung noch verstärken, indem du hier den Daumen zum kleinen Finger nimmst und dann hier nach hinten drehst. Also so. Und dann nach hinten und strecken, strecken. Raum einnehmen, das ist eine Bewegung, die wir eigentlich gar nicht machen, ne? Ganz selten. Genau, und dann kommst du wieder runter. Kurze Pause. Genau. Okay, die nächste Dehnung, die ist hier ungefähr auf der 90-Grad-Linie, also jetzt hier 90 Grad. Und dann nimmst du einfach die Hände, Schultern ein bisschen hoch, Ellbogen raus, Herz nach oben, Kinn nach oben, immer das Gleiche ist es ja. Dann nimmst du hier die Hände so oben drauf, auf diese 90-Grad-Linie gelegt. Und dieser, den Muskel, den wir hier vor allem erstmal dehnen möchten, das ist der große Brustmuskel, und zwar der untere Teil. Das ist so dieser Teil des großen Brustmuskels. Und deswegen nehmen wir jetzt die gestreckten Arme noch nach hinten. Und dieser große Brustmuskel ist Teil von dieser Linie hier, die Handflächenlinie. Und diese Linie wird oft fest, wenn man zu sehr festhält, wenn man zu sehr greift die ganze Zeit, aber zu wenig öffnet, zu wenig gibt sozusagen. Und du kannst die Dehnung also noch verstärken, indem du die Hände so groß wie möglich spreizt und dann noch nach hinten abknickst, sodass jetzt die Handflächen nach außen zeigen. Und dann das Ganze noch nach hinten ziehen. Dann hältst du es einfach ein bisschen. Dann kannst du die ganze Linie strecken. Das sind echt ungewohnte Übungen und deswegen ist es auch echt anstrengend. Mach da keine Gewalt, aber ein bisschen wenigstens. Okay. Die eigene Größe. Man hat in diesem Leben diesen einen Körper hier mitbekommen. Und dieser Körper, der sollte auch so groß sein dürfen, wie wir nun mal sind. Man muss sich nicht klein machen, nicht ducken, nicht irgendwie, sondern wachsen, groß machen, aufblustern, sich schön machen, sich zeigen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache im Leben. Und das möchte ich dir jetzt heute noch hier mitgeben. Probier das doch mal noch mehr, dieses Strecken, dich groß machen, die Raum nehmen, in den Raum hineingreifen, um dich herum, die Luft holen, dass du das irgendwie noch mehr in dein Leben holst, wenn du es nicht sowieso schon machst, keine Ahnung. Aber ich würde dich dazu heute inspirieren wollen. So, das war jetzt erstmal das für heute. Und du spürst vielleicht schon, wenn du jetzt zum Beispiel im Brustkorb atmest, dass es viel leichter geht. Das ist wie so, da kommt endlich wieder Luft rein. Und ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch so Beklemmungsgefühle von Angst und von, wo es plötzlich ganz eng wird. Und dann versuch doch einfach mal dieses Strecken, ob du dann nicht auch dieses enge Gefühl, was sich oft im Brustkorb gefestigt hat, ob du das nicht vielleicht auch dann wieder wegbekommst. Also das Körper und Psyche hängen so eng zusammen. Und also ich beobachte es bei mir, dass wenn ich so ganz panisch bin, irgendwas oder mir irgendwas ganz eng wird und ich mich dann strecke und öffne und groß mache körperlich, dass dann auch im Kopf, im Gefühl wieder sich verändert.